Ich habe heute etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe einen Tanzkurs gemacht. Ich habe Ihr Angebot wahrgenommen und habe an dem Mambo-Kurs teilgenommen, was ja eine richtige Fitnessübung war, also richtiges Fitness-Training. Also ich habe heute natürlich ganz klar den Tag im Spa-Bereich verbracht. Ich war schön in der Sauna, ich war schwimmen und habe es mir richtig gut gehen lassen. Ich meine, der ist so wunderschön, da legt man sich einfach hin und fühlt sich, als wenn man im Urlaub sei. Also für uns ist es eine wesentliche Plattform, natürlich zum einen Kunden hier begrüßen zu können und zum anderen natürlich auch ein super Rahmen. Wir sehen es ja hier, das Haus ist ein fantastisches Haus. Auf jeden Fall die innovativsten, die trendbewusstesten, die Trendsetter einfach auch sein zu können. Also da muss man natürlich auch das Medium dazu haben, dass auch Menschen sehen, was ist Trend, und es muss ihnen gefallen, es muss umgesetzt werden. Wir befinden uns hier vor traumhafter Kulisse direkt an der Ostsee, vor einem wunderschönen Hotelpool. Ich würde sagen, eine perfekte Kulisse für den Spa Diamond 2010. Der Preis wird dieses Jahr bereits zum 7. Mal von der Busche Verlagsgruppe für herausragende Leistungen im Bereich Hotellerie, Beauty und Personality vergeben. Ich habe einen Caesar Salad gegessen, der war makellos. Ich habe einen Hummer gegessen, der war wunderbar. Und jetzt schauen wir weiter. Wellness ist mir im Grunde genommen durch Busche eigentlich erst so richtig wichtig geworden, vorher nicht. Aber nachdem Busche mich ja vor 6 Jahren zum Weinbotschafter ernannt hat und ich seitdem zur Familie so ein bisschen dazugehöre, sind wir ja jedes Jahr dabei, und wir haben also
nicht nur immer wieder Freunde getroffen, sondern auch sehr, sehr schöne Hotels. An den Busche-Veranstaltungen gefällt mir, dass es sehr persönlich ist. Das ist halt, Busche ist halt ist ein Familienunternehmen und hat eine gewisse Tradition und das wollen die Leute auch wissen und man wird aufgenommen wie in einer Familie und das finde ich bei Busche immer ganz toll.